Hey, hallo und herzlich willkommen. Uns hat heute ein Entwickler sein Spiel geschickt. Es heißt No King, No Kingdom. Kostet auf Steam aktuell 15 Euro, ist angeblich kein Early Access Titel. Aber wir empfinden es denn so, denn da ist noch viel, was noch getan werden könnte. Und deswegen zeige ich euch das jetzt kurz. Das Menü sieht irgendwie relativ unhübsch aus. Im Spiel gibt es echt coole Sachen, was einem Spaß bereiten kann, jedoch sieht man schon am Anfang das fette Menü ganz oben mit seinen Ressourcen. Das ist absolut viel zu riesig. Das nimmt viel zu viel von der Fläche ab, vom Bild. Das sind unsere Bauern, die kann man hier rumschicken. Der eine sammelt jetzt Essen, der andere hackt Bäume. Oh, da kann auch ein Baum hacken gehen. So, dann ist hier das Bildmenü. Das ist alles ganz gut gelungen. Oh, wir bauen mal einen Wooden Tower. Wenn die Bauern nichts zu tun haben, dann bauen die sogar selbstständig. Die bauen sogar zu zweit jetzt. Bauen wir gleich noch einen. Das ist quasi unsere Basis mit so ein bisschen Lager. Ja, aber man kann ja noch vieles erweitern. Steine habe ich noch nicht gefunden und so magisches, weiß ich, glaube Gold, Silber habe ich auch noch nicht finden können, um diese Objekte zu bauen. Dann kann man hier ein bisschen seinen Charakter verbessern oder seine Truppen auch, damit die ein bisschen mehr Lebenspunkte und mehr Schaden machen. Das ist so die Weltkarte. Hier sieht man, die ganzen Dörfer wurden von Orks überfallen. Hier sind die Ork-Camps. Wird wohl später Ziel sein, das Land wieder zurückzuerobern. Wir sind aktuell nur hier. Und ja. Mehr konnten wir da noch nicht rausfinden, denn wir wollten vorhin das Spiel speichern und dann kommt dieser braune, hässliche Kasten. Dann passiert nichts mehr. Ich kann mit Escape nicht raus, kann mit Enter-Leertaste nichts machen. Mit der Maus kann ich in den braunen Kasten auch nichts klicken. Von daher musste ich das Spezialmenü mit Alt F4 beenden. Dann ist man wieder auf dem Desktop und ärgert sich. So, ich schalte nochmal kurz rum in den Store. Da können wir uns mal den Trailer angucken, was es da so alles geben sollte. Man kann schon ordentlich was bauen. Es gibt wohl auch viele verschiedene Arten. Orks, Drachen, Spinnen. Aber der Titel ist für mich halt noch ein Early Access Titel. Obwohl es nicht in Steam so steht. Deswegen finde ich 15 Euro ist definitiv nicht wert. Ich habe auch von anderen Testspielen gehört, dass halt die KI nicht das schlauste ist, das Kampfsystem funktioniert nicht so ganz toll, wenn man Objekte zu nah aneinander baut, dann steckt die KI da einfach mal drin und kommt nicht mehr raus, muss das Gebäude abreißen, wieder neu aufbauen. Und ja, ich glaube, wenn der Entwickler an diesem Problem arbeiten würde, wäre das bestimmt kein schlechtes Spiel. Zur Polygongrafik, da bin ich jetzt kein Freund davon, aber ansonsten ist das Spiel von der Idee echt in Ordnung. Leider sind nur ordentlich Bugs und kritische Objekte drin, wie halt KI. Ein bisschen Schönheit im Menü würde auch nicht schaden. Wie gesagt, aktuell 15 Euro.
Ich finde es nicht wert, es sind zwar die meisten Reviews sehr positiv, aber wir können ja nicht mal das Spiel speichern. Von daher muss das jeder für sich wissen. Von unserer Seite ist das leider keine Empfehlung. Wir gehen nochmal ganz kurz ins Game, vielleicht gucken wir uns nochmal ein anderes Szenario kurz an. Vielleicht gibt es da noch was, was man Sehenswertes hat. Full Metal Developer, das ist der Ein-Mann-Entwickler. Klar, ist viel Arbeit, aber ich hätte es wenigstens als Early Access rausgebracht, um den Leuten nichts Falsches zu verkaufen. Einfache Mission gibt es hier. Sandkasten, da kann man alles dann selbst gestalten und Herausforderungsmodus. Ah ja. Hier nehmen wir eine einfache Mission, aber gibt nur eine. Ja, jetzt sind wir in einer einfachen Mission. Wir wissen noch nicht, was unsere Mission ist. Das ist wieder alles beim Alten, nur ein Feld fehlt. Ah, Essen fehlt. Auf jeden Fall schon mal mehr von denen am Start. Das ist schon mal nice. Ein fetter Balken. Ich glaube, das müssen wir platt machen. Ich gehe mal kurz hinflitzen. Ein goldener Baum da oben. Ah, das sind auf jeden Fall Gegner. Schade, statt die lassen das Ding dann stehen. Da arbeiten was anderes, aber das geht wohl nicht. Oh, da sind schon Typen. Da können wir unsere Leute mal fighten lassen. Kann mit SDRG auch mehrere selecten, das ist gut. So, ich probiere nochmal hier zu speichern, eine einfache Mission, und das geht auch nicht. Hier ist so ein Fenster dahinter, was man sehen sollte, aber man sieht nur einen scheiß braunen Kasten. Mal ein Screenshot von welchem Entwickler nochmal schicken. Aber da hilft nur Alt F4 und ja. Schade. Von uns erstmal keine Empfehlung, aber vielleicht tut sich dann auch was. In diesem Sinne, ciao, macht's gut, bis bald.